Und wir wollen natürlich da, wo es möglich ist, an vielen Stellen in der Stadt, auch im urbanen Raum, im bebauten Bereich, die Insekten fördern, die Vielfalt fördern, die Biodiversität verstärken. Und da geht das natürlich genau in diese Richtung. Wir haben vor einigen Jahren schon als Grünamt auch angefangen, Blumenwiesen zu entwickeln, mehrjährige Blumenwiesen, und versuchen das an vielen Orten in der Stadt. Mein Name ist Joachim Springer und ich bin beim NABU Mittleres Mecklenburg, der hier in Rostock ansässig ist. Wir sind hier am ehemaligen Friedrich-Franz-Bahnhof, kaum noch zu erkennen, das Gelände hier in der Innenstadt. Es hat sich eine schöne Blühwiese entwickelt, die wollen wir pflegen. Wir freuen uns auch sehr darüber, dass es diese Initiative hier gibt. Sie möchten diese Fläche entwickeln, sie wollen hier auch Umweltbildung betreiben, zusammen mit einem Hort hier von der Jenaplan-Schule.